Es ist Donnerstagnachmittag, 16 Uhr in Berlin. Es ist Zeit für ein weiteres Space Café Germany von Andreas Schäfers. Wir möchten uns bei ESA Space Solutions für deren Unterstützung und die Zusammenarbeit bedanken. Mein Name ist Clara Mönter, ich bin die Eventkoordinatorin von Spacewatch Global und heute in der Ansagerrolle. Ansonsten moderiere ich auch noch unser Space Café Benelux und Space Café Young Global Talents. Spacewatch Global ist eine in Europa ansässige Online-Plattform für Informationen rund um Raumfahrt und New Space sowie interaktive Formate für alle Weltraumbegeisterten und Profis wie euch. Ich möchte all unseren privaten und geschäftlichen Supportern danken, die ihr Engagement gezeigt haben, unseren unabhängigen Journalismus am Leben zu halten. Das wissen wir wirklich sehr zu schätzen. Viele von euch kennen auch unsere Website spacewatch.global, unsere zweiwöchentlichen und täglichen Newsletter und unsere Space Café Podcasts. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge auf allen großen Podcast-Plattformen. Und für all unsere Fans von Audio-Inhalten haben wir auch neue Folgen in unserem Space Café Radio. Wir haben auch einen Fanshop, wo ihr uns aktiv unterstützen und wahre Spacewatcher werden könnt. Nun, das war es von meiner Seite und ich übergebe jetzt an euren Host heute. Andreas, over to you. Vielen Dank, Chiara. Hallo, mein Name ist Andreas Schepers. Ich freue mich heute wieder nach einer kleinen Unterbrechung der Gastgeber des Space Café Germany zu sein. Unser Thema heute ist Weltraumsicherheit und mit meinem Gesprächspartner Holger Krag von der ESA möchte ich besprechen, was Weltraumsicherheit eigentlich sein soll und warum sie hier für uns auf der Erde durchaus wichtig ist. So viel vorweg, es wird um Weltraumwetter, Sonnenstürme, Asteroiden und wahrscheinlich ziemlich viel um Weltraumschrott gehen. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Holger Krag, vielleicht dem europäischen Spezialisten, für das Thema sprechen kann. Ich stelle mal Holger vor und das muss ich jetzt wirklich mal am Stück ablesen. Dr. Holger Krag ist Leiter des ESA-Programms für Weltraumsicherheit. Holger hat 2003 an der TU Braunschweig promoviert, war im Anschluss für einige Jahre in der Industrie tätig, unter anderem in Toulouse. 2006 wechselte er als Spezialist für Raumfahrtrückstände, das ist das deutsche Wort für Weltraumschrott oder Space Debris, zum Europäischen Raumfahrtkontrollzentrum ESA, ESOC, nach Darmstadt. Dort arbeitete er an dem Aufbau eines operationellen Kollisionsvermeidungssystems, Risikomodellen und einem Weltraumüberwachungssystem, nehme ich an, ich habe falsch kopiert. 2014 wurde er Leiter des Büros für Raumfahrtrückstände, 2019 schließlich dann Leiter des neuen ESA-Programms für Weltraumsicherheit, das auch Aktivitäten im Bereich Weltraumwetter und ein Frühwarn- und Abwehrsystem bezüglich der Gefahr durch Asteroiden umfasst. Wow. Kurzer Transparenzhinweis, ich habe in der Vergangenheit für die ESA gearbeitet, ich kenne Holger seit langer Zeit, deswegen bleiben wir auch hier beim vertrauten Du. Lieber Holger, willkommen im Space Café Deutschland. Hallo Andreas und vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Wir haben gerade schon im Vorgespräch geklärt, ihr seid jetzt auch wieder im Büro. Ich sitze noch zu Hause, vielleicht, und das hoffe ich, dass wir das bald mal hinkriegen, wird es auch wieder Space Cafés in Präsenz geben, vielleicht mit Publikum. Das wäre wunderschön. So, Holger, fangen wir mal an. Du bist Leiter des ESA-Programms für Weltraumsicherheit. Kannst du uns mal kurz, ich weiß, das ist eine Fangfrage, trotzdem kurz erläutern, was du und was die ESA unter dem Begriff Weltraumsicherheit verstehen und was die Kerninhalte dieses Programms sind? Ja, genau. Das ist eine Sendung auf Deutsch, aber ich darf mal zwei englische Worte sagen. Unbedingt. Das ist Space Safety. So nennen wir das Programm eigentlich in der ESA. Das Wort Safety haben wir im Deutschen nicht. Safety und Security sind bei uns im Deutschen beide Sicherheit. Aber der Sinn von Safety impliziert eher den Schutz unserer Bevölkerung vor den Gefahren aus dem Weltraum. Das wäre vielleicht eine so richtig tolle Übersetzung auf Deutsch haben wir dafür noch nicht gefunden. Also Weltraumsicherheit ist das, was wir verwenden. Vor was müssen wir uns schützen? Wir sehen drei Gefahren, die aus dem Weltall kommen. Zwei natürliche und eine vom Menschen gemachte. Du hast es schon angesprochen, Andreas, also die Sonne selber verursacht das Wetter hier auf der Erde, aber sie erzeugt auch ein Wetter im Weltraum. Die Sonne ist aktiv, ist ein aktiver Stern, sehr unberechenbar.
Von Zeit zu Zeit wird sie aktiver und stößt große Mengen an Strahlung, Partikelstrahlung, elektromagnetische Strahlung, aber auch richtig regelrecht Auswürfe aus der Sonnenoberfläche, aus der Corona. Das ist für elektronisches Equipment auf der Erde und im All natürlich im Besonderen ist das ein großes Problem. Das Zweite ist auch eine natürliche Gefahr, nämlich die Asteroiden. Die Asteroiden schlagen auf der Erde ein. Wir sehen, wenn wir uns den Mond anschauen, der ist mit Kratern übersehen. Warum ist die Erde nicht mit Kratern übersät? Naja, das liegt nur daran, weil die Natur, Wind und Wetter das immer wieder glattbügeln und auswaschen. Aber die Erde wird noch viel häufiger getroffen als der Mond. Und da wollen wir entsprechende Vorkehrungen treffen. Und am Ende eine vom Menschen gemachte Gefahr, der Weltraumschrott oder wie man technisch etwas eleganter sagt, die Raumfahrtrückstände, die Hinterlassenschaften der Raumfahrt, die für die Raumfahrt selber ein Problem werden, durch die große Zahl an Partikeln, die im All unterwegs ist, mit großen Geschwindigkeiten und in der Lage ist, Satelliten zu zerstören, unbrauchbar zu machen. An all diese Gefahren müssen wir ran. Das wollen wir mit Space Safety, Weltraumsicherheit erreichen. Damit hast du jetzt sozusagen die drei Achsen des Programms beschrieben. Wenn ich mir das so aus einer halb laienhaften Sicht anschaue, dann würde ich meinen, naja, ja, alles Gefahren aus dem All, aber möglicherweise ist die Gefährdung dann doch recht unterschiedlich. Als Laie würde ich sagen, naja, komm, Asteroiden, wann gab es den letzten großen Einschlag? Ist das jetzt wirklich eine Gefahr? Dann denke ich mir, Weltraumwetter. Also was geht mich Weltraumwetter an? Ich freue mich über das gute Wetter auf der Erde und ärgere mich über das schlechte. Raumfahrtrückstände, Weltraumschrott, das verstehe ich, weil das habe ich durchaus öfter mal gelesen, jetzt auch noch mal in letzter Zeit. Stichwort hier ist, das weiß ich nicht, zum Beispiel Ausweichmanöver der ISS. Also das scheint ein echtes Problem zu sein, das kann ich nachvollziehen. Worauf ich hinaus will, innerhalb des Programms, wie sind die Themen gewichtet? Werden die gleichwertig behandelt, auch was die finanzielle Ausstattung, die Ressourcenausstattung betrifft? Oder gibt es da, kann man sagen, ein Thema ist für euch besonders wichtig innerhalb von diesen dreien? Die sind alle drei gleichgewichtet. Und das wird ganz gut ausgedrückt dadurch, dass wir drei große Missionen in Planung haben, nämlich eine zu jedem Thema. Und vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zurück. Eine, die wirklich ein großes Highlight ist, nämlich das erste Mal, dass ein Stück Raumfahrtschrott nachträglich wieder abgeholt wird aus dem All. Das ist noch nie passiert. Da kommen wir gleich auf jeden Fall drauf. Okay, das hast du gesagt, die sind drei gleichwertig. Ich würde gerne tatsächlich die Weltraum, also auf alle drei eingehen, vielleicht mit ein bisschen größeren Schwerpunkt auf das Thema Weltraumschrott. Lass uns mal kurz beim Weltraumwetter vielleicht anfangen oder bleiben. Ihr habt vor kurzem in Darmstadt ein Zentrum eben für das Thema Weltraumsicherheit eröffnet. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, dass ihr euch in diesem Zentrum auf den Aspekt des Weltraumwetters konzentriert. Das ist richtig. Wir übrigens sind hier gerade im Raum nebenan 80 größten Weltraumwetterexperten auch in der ESA hier versammelt. So, ich muss aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Das hören die vielleicht noch. Und wir haben natürlich hier in ESOC das Betriebszentrum der ESA. Das heißt, auch hier nebenan, nächste Tür fliegen, werden 20 Satelliten gesteuert und geflogen. Und die bewegen sich natürlich in dem Environment und sind direkt im Weltraumwetter ausgesetzt. Und in der Zukunft wird eine Mission dabei sein, die selber sogar das Weltraumwetter misst, wie ein Wettersatellit und uns dann auch Vorhersagen gibt. Und das setzt ESOC, das Betriebszentrum der ESA, hier sozusagen in eine Schlüsselrolle, nämlich an den Anfang der Datenkette für das Weltraumwetter. Und deswegen kommt diesem Zentrum auch in der Richtung eine Schlüsselrolle zu. Das stimmt auf jeden Fall. Wenn man sagt, ist das Weltraumwetter gefährlich? Man hat ja persönlich keine Erfahrung mit dem Weltraumwetter. Und das ist auch gut so. Denn das Weltraumwetter betrifft vor allen Dingen unsere Satelliten. Und da sagen auch einige, na gut, was interessieren mich die Satelliten? Dann fehlt halt ein Satellit. Aber da darf man halt eben auch nicht vergessen, dass wir sehr, sehr stark von der Raumfahrt abhängen. Und ich nehme mal ganz gern das Beispiel mit dem Smartphone. Wenn man sich das anschaut, rund die Hälfte der Apps auf dem Smartphone haben unmittelbar was mit Diensten aus dem Weltall zu tun. Die würden nicht funktionieren,
ohne Dienste aus dem Weltall. Es fängt an mit der Navigation, ja, mit dem Ortung. Es fängt an, es geht über Fernsehprogramme, Telefonate selber und in der Zukunft vielleicht sogar das Internet selber aus dem All. Also wir brauchen die Satelliten. Das Weltraumwetter wirkt direkt auf Elektronik im Weltall. Aber vielleicht darf ich das kurz noch sagen. Vor 150 Jahren, ich war nicht dabei, aber jeder Weltraumexperte weiß das. Und das ist gar nicht mal so lange her in kosmischen Zeitspannen, hat ein koronaler Massauswurf die Erde getroffen und hat jetzt das Magnetfeld der Erde, was uns hier zum Glück schützt auf der Erde, so weit deformiert, dass man eben diese Effekte auf der Erde gespürt hat. Und vor allen Dingen lange Leiterbahnen, zum Beispiel Hochspannungsleitungen, die erzeugen dann eine Überspannung und können kaputt gehen. Und vor 150 Jahren gab es sowas nicht, aber es gab Telegrafenlinien und die sind alle ausgefallen. Und auch in geografischen Breiten, die man gar nicht so mit Weltraumwetter, Polarlicht und so weiter in Verbindung bringt, nämlich New York und auch tiefer. In New York waren die Polarlichter, auch ein Weltraumwetterphänomen letzten Endes sichtbar in der Nacht und zwar so hell, dass man Zeitung lesen konnte. Und jetzt muss man das mal in die heutige Zeit übertragen mit dem Level an Elektrifizierung, Digitalisierung, die wir hier auf der Erde haben. Und sowas wollen wir dann natürlich nicht erleben. Also wir gehen davon aus, dass das Weltraumwetter alleine in den nächsten 10 Jahren Schaden verursacht in der Größenordnung von 13 Milliarden weltweit. Jetzt natürlich die Frage, wie kann man denn die Sonne davon abhalten? Das kann man natürlich nicht. Die Sonne wird aktiv sein und wird sich nicht bremsen lassen. Aber wenn wir wenigstens frühzeitig Bescheid wüssten, einige Stunden vorher, bevor solche Ereignisse auf die Erde auftreffen, dann könnte man empfindliche Satelliten abschalten, kritische Operationen unterbrechen, Flugzeuge nicht starten lassen und auch alle anderen Vulnerabilitäten, Aktivitäten eben einstellen für ein paar Stunden, bis das vorüber ist. Das Weltraumwetter spielt eine Rolle. Vielleicht hat der ein oder andere in der Zeitung gelesen, Space News darf ich vielleicht sagen, vor ein paar Monaten sind 40 Starlink-Satelliten abgestürzt, weil die Auswirkungen des Weltraumwetters unterschätzt worden sind. Je stärker das Weltraumwetter, umso stärker die atmosphärische Bremsung. Und in dem Fall ist die atmosphärische Bremsung unterschätzt worden und die Satelliten konnten sich nicht im Orbit halten und sind nach kurzer Zeit abgestürzt. Also, Space Weather Matters. Ja, okay, das ist nachvollziehbar. Zwei Nachfragen dazu. Du hast eine Mission angesprochen. Es gibt auf eurer Website inzwischen auch einen Film dazu. Das ist die Vigil-Mission. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt richtig ausgesprochen ist, aber ich glaube, die heißt so. Ja. Und wenn ich das mal mit meinen laienhaften Begriffen beschreiben darf, die Idee ist, ihr setzt einen Beobachtungssatelliten auf den L5. Der sozusagen eine Vierteldrehung von der Erde aus weg ist, wenn man sich das jetzt anguckt, Erde, Sonne, ja, der sieht einen koronalen Masseauswurf oder etwas, was einen Sonnensturm verursachen würde. Und die Zeit, die vergeht zwischen dem Ausbruch oder der Beobachtung und der Rotation der Erde, der Rotation der Sonne Richtung Erde, kann genutzt werden, um Maßnahmen zu ergreifen. Habe ich das richtig verstanden? Also besser hätte ich es ja auch nicht erklären können. Ja. Okay, was ich nicht verstanden habe, welche Maßnahmen kann ich denn ergreifen? Also wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel die Infrastruktur im All, du hast jetzt gerade angesprochen, das Beispiel der Starlink-Satelliten, was kann ich denn als Raumfahren, also als Organisation, die Satelliten betreibt, tun, wenn ich weiß, da kommt jetzt eine elektromagnetische Welle? Ja, also Vigil bedeutet, ist ein lateinisches Wort und bedeutet im Prinzip Wachposten. Also beschreibt genau das, was die Mission macht. Wenn wir es schaffen, eine Warnung auszusprechen rechtzeitig und im Extremfall dauert das nur 14 Stunden von der Sonne bis zur Erde, also gewaltige Geschwindigkeiten, über die wir hier sprechen. Ein Event mit der Energie, dass es innerhalb von 14 Stunden ankommt, erfordert mehr oder weniger den Kanzler Bescheid zu sagen, denn okay, das ist ein Ereignis von großer Auswirkung. Man würde
kritische Operationen auf der Erde sofort unterbrechen müssen. Es sollten keine Flugzeuge mehr starten, die Strahlungsdosis wäre für Passagiere und Besatzung zu hoch. Das ist eine einfache Maßnahme. Überall, wo man auf elektronische Komponenten angewiesen ist, in Krankenhäusern, in anderen wirklich lebenskritischen Anwendungen, die sollte man eben vertagen und unterbrechen. Kleinere Ereignisse können auch die Satelliten im All gefährden. Da war deine Frage, was macht man da? Wenn man da vorher Bescheid weiß, muss man sicherstellen, dass man sich nicht auf Satellitenapplikationen verlässt in der Zeit. Zum Beispiel hat man einen Flug oder ein anderes Gefährt, was sich eben auf Satelliteninvasion verlässt. Für die Stunden, in der das Ereignis auftritt, sollte man das eben nicht tun, sich auf andere Navigationsmaßnahmen einrichten und so weiter. Die Satelliten selber kann man schützen, indem man eben die kritischen Payloads einfach abschaltet für den Augenblick. Und damit ist schon viel getan. Wir können die Sonne nicht bremsen. Aber im Prinzip macht man die gleichen Vorkehrungen, die man auch bei schlechten Wetterprognosen auf der Erde macht. Ja? Man geht eben nicht raus und lässt die Autofahrt sein und lässt eben alles bei Sturm, lässt man eben alles nicht Lebensnotwendige sein. Und das würden wir in der Raumfahrt genauso machen. Also dieser Film, dieser kleine YouTube-Clip ist wirklich sehr erhellend, sehr gut gemacht, sehr kurz. Würde ich dringende Empfehlung an die Zuschauer, das mal zu suchen und sich anzuschauen. Vielleicht letzte Frage zu dem Aspekt des Weltraumwetters. Du hast jetzt eine rein europäische Mission beschrieben, eine europäische Aktivität, die Aktivität der ESA. Gibt es das Thema ist natürlich ein globales. Deswegen würde ich mir vorstellen, dass die anderen großen Akteure, USA, China, Russland, da auch unterwegs sind. Gibt es vergleichbare Programme? Tauscht man diese Daten aus? Ist man dabei, ein globales Netzwerk aufzubauen? Ja, sehr gute Frage. Du hast natürlich absolut recht. Es gibt kein europäisches Weltraumwetter und es gibt kein amerikanisches. Es ist eine globale Angelegenheit. Eigentlich ganz genau wie beim Schutz durch Asteroiden auch. Und da arbeiten wir zusammen mit allen. Wir sind offen für Zusammenarbeit mit allen. Korea, Japan kommen auf uns zu, aber ganz konkret arbeiten wir zusammen bereits jetzt schon mit NASA und NOAA. Und NOAA ist die amerikanische Wetterbehörde, also da ist es sogar einer Wetterbehörde zugeordnet. Das geht so weit, dass wir unsere Missionen aufeinander abstimmen. Zum Beispiel ist keine zweite Mission geplant, die auch in diese Lagrange-Punkt 5 geht, sondern wir haben uns entschieden, Arbeitsteilung, wir gehen in den Lagrange-Punkt 5, die Amerikaner gehen in den Lagrange-Punkt 1, der liegt genau auf der Verbindungslinie zwischen Erde und Sonne und die Daten dazwischen werden ausgetauscht und das gibt auf beiden Seiten ein vollständiges Bild. Die Daten, die wir produzieren, auf denen sitzen wir auch nicht, sondern die werden an die Community verteilt. Also die Daten, wir verfolgen eine offene Datenpolitik, wir verlassen uns auch auf ein großes Netzwerk an Experten, die aus den Daten eine Wettervorhersage machen. Das ist ja auch noch eine Kunst. Ja? Die Daten sagen einem nicht sofort, was los ist. Man braucht noch das Expertenhören, die sitzen hier alle nebenan, um da zu entscheiden, was ist das? Ist das jetzt ein schlimmes Ereignis? Was passiert in den nächsten Stunden? Und dieser Ausgangspunkt der Daten sind diese Missionen. Aber das Netzwerk an den Experten sind die, die tatsächlich die Vorhersage daraus machen. Ja, und man benötigt bestimmt ja auch noch so eine gewisse Infrastruktur, um überhaupt dann diese Warnung, an die Betreiber der Satelliteninfrastrukturen zu schicken, diese Informationen überhaupt dann an die, ja, an alle Betroffenen auf der Erde zu schicken. Das, was du gerade beschrieben hast, bei einem großen Event, heißt ja eigentlich sind alle betroffen. Alle Menschen, die auf dem zufällig gerade das Pech haben, sozusagen auf dem Stück der Erde zu hocken, der gerade diesen Sonnensturm abkriegt. Also da muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr, jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein, Awareness, Bewusstsein für diese Problematik schaffen. Und da braucht man ja sicherlich auch eine Infrastruktur, um diese Informationen dann möglichst schnell an die richtigen Stellen weiterzuleiten. Wird das auch parallel aufgebaut? Ja, genau. Wir überlegen uns vor allen Dingen auch, wie wir diese Warnung kommunizieren. Denn was macht denn eine Fluggesellschaft, die jetzt eine Warnung bekommt, es gibt einen Weltraumwettersturm der Kategorie 4?
Denn die müssen ja auch wissen, was sie damit anfangen sollen. Ne? Was ist denn tatsächlich jetzt die Gefährdung für den Flugverkehr? Wie groß ist die Strahlendosis? Gibt es eine klare Empfehlung? Wenn man abends die Wettervorhersage hört für das normale troposphärische Wetter in den Nachrichten, dann sagen die auch, Sturm, da kann aber jeder schon was mit anfangen. Starke Regengüsse oder es wird empfohlen, zu Hause zu bleiben. Ja, da gibt es eine klare Ansage und das müssen wir erst noch entwickeln für das Weltraumwetter. Denn es ist so, dass das natürlich nicht jeden Tag eintritt. Es ist deutlich seltener, diese Ereignisse, aber die Auswirkungen wären dramatisch. Und wir arbeiten ganz, ganz intensiv mit den Nutzern dieser Nachrichten. Das ist die Ölindustrie, denn auch für das Bohren im Erdreich braucht man zum Beispiel Informationen über das Magnetfeld. Das ist der Flugverkehr, überhaupt das Transportwesen und viele andere kritische Applikationen. Mit denen arbeiten wir zusammen, um auch sicherzustellen, dass diese Warnungen dann auch richtig angenommen werden. Ja. Das ist wichtig, ja. Okay, lass uns mal einen Haken an das Thema Weltraumwetter machen. Ich habe jetzt gerade eine Menge gelernt. War mir gar nicht so bewusst, dass ihr da so viel Zeit, so viele Ressourcen reinsteckt. Aber du hast gerade, glaube ich, deutlich gemacht, warum ihr das tut und dass das sehr sinnvoll ist. Lass uns mal auf die zweite Säule des Programms schauen, und zwar Asteroiden, Near Earth Objects. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, aus meiner laienhaften Perspektive, wir kennen ja, also wir, die Menschheit, wir kennen ja eine Menge Asteroiden. Jetzt habe ich verstanden, es kann aber auch sein, dass plötzlich Asteroiden auftauchen, die wir nicht kennen, ja, die plötzlich möglicherweise eine Gefahr darstellen. Ich habe verstanden, dass man Asteroiden beobachten kann, man kann Bahnen berechnen, man kann Einschlagswahrscheinlichkeiten über einen sehr langen Zeitraum berechnen. Mhm. Das ist schon mal gut, das zu wissen, glaube ich. Ja, dann kann man sagen, so ein bisschen wie in dem Film auch bei Netflix, okay, da kommt was. Also ähnlich wie beim Weltraumwetter, da hat man vielleicht eine Warnzeit. Trotzdem ist wahrscheinlich der Impact ungleich desaströser. Jetzt habe ich aber verstanden, dass ihr durchaus an der Idee arbeitet, einen Asteroiden, der eine potenzielle Gefahr darstellt, von seiner Bahn ablenken zu können, also diese Fähigkeit aufzubauen, Asteroiden von der Bahn ablenken zu können. Wie weit seid ihr da? Ich kann mich erinnern, dass vor vielen Jahren es immer wieder mal Pläne der ESA gab, eine Asteroid Deflection Mission zu machen. Die sind ja, glaube ich, nie wirklich durch das Ministerial Council durchgegangen. Aber du hast gerade erwähnt, in allen drei Säulen gibt es Missionen. Erzähl mal, was habt ihr denn da vor? Ja, in diesem Fall heißt die Mission Hera, nach der griechischen Göttin benannt, und sonst steckt nichts weiter dahinter. Wir verfolgen folgende Strategie. Wir konzentrieren uns auf die kleineren Objekte. Und da fragt man sich vielleicht, warum denn die kleineren, sind die größeren nicht gefährlicher? Die größeren sind natürlich gefährlicher, die Auswirkungen sind viel gewaltiger, wenn sie auf die Erde fallen. Aber wir kennen die großen heute relativ gut. Und wir sind uns sehr sicher, dass in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten wir keine Kollision zwischen Erde und einem von diesen großen, sagen wir mal, Dinosaurier-Killern haben werden. Das kann man relativ sicher ausschließen. Bei den kleineren ist das anders. Die kleineren sind schwer zu entdecken und wir erleben da täglich Überraschungen. Das neue. Sag mal schnell, was klein heißt, bitte. Klein heißt so unterhalb 500 Meter. Mhm. Unterhalb 500 Meter, da wird so unsere Übersicht ein bisschen unvollständig. Ja? Da haben wir nicht ein komplettes Bild über das, was da im All los ist in dieser Größenklasse. Und wenn es um noch kleinere Objekte geht, 10, 20, 30 Meter, dann denkt man sich, na gut, das ist ja nur so die Größe eines Hauses. Aber es passiert Folgendes: Je kleiner die Objekte, umso häufiger, umso zahlreicher sind die und umso häufiger sind die Ereignisse. So ein Objekt mit 20, 30 Metern, das wird während unserer Lebensspanne, die hoffentlich lang ist, Andreas, durchaus ein paar Mal passieren, dass solche auf die Erde fallen. Während so ein Dinosaurier-Killer nur alle 100 Millionen Jahre auftritt. Das heißt, diese Großen sind für unsere Generation extrem wichtig. Ja, diese Kleinen sind für unsere Generation extrem wichtig und wir kennen sie schlecht.
Und deswegen setzen wir viel Aufwand da rein, unseren Nachthimmel großspurig abzuscannen nach diesen kleinen Objekten. Die naturgemäß haben wir eine sehr kurze Vorwarnzeit für die. Was wir erreichen wollen, ist wenigstens 3 Wochen Vorwarnzeit, bevor eines von diesen kleinen, hausgroßen Objekten kommt. Der Schaden wäre nur lokal, aber um das mal klar zu machen, lokal heißt immer noch eine ganze Stadt betreffend im Extremfall. Vielleicht erinnert man sich an 2014 Tscheljabinsk in Sibirien. 30 Hiroshima-Bomben, das ist die Energie, die darin steckt, wenn so ein Objekt sich in der Hochatmosphäre zerlegt. Und das wollen wir natürlich nicht über einer Stadt erleben oder beziehungsweise wir wollen vorher Bescheid wissen. Und 3 Wochen würden reichen, um entsprechend zu evakuieren. Und jetzt komme ich auf das Abwehren. Bei etwas größeren Objekten, 100 Meter, 200 Meter, 300 Meter, können wir nicht mehr evakuieren. Der Schaden wäre überregional. Da müssen wir ins All, um auch die Objekte werden wir nur sehr spät entdecken und die sind zahlreicher als man denkt. Hier geht nur Abwehren. Wir brauchen eine Zeit von mehreren Jahren, Vorwarnzeit, damit wir solche Missionen fliegen können. Hera wird das zum ersten Mal probieren, und zwar gemeinsam mit einer NASA-Mission. Es ist quasi ein Satelliten-Doppelpack. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Wir werden ein Asteroidensystem anfliegen. Didymos, das besteht aus einem 500 Meter großen Asteroiden, der von einem kleinen Asteroidenmond umkreist wird alle 12 Stunden. Dieser Asteroidenmond, der hat immer noch die Größe der Cheops-Pyramide. Ne? Also ist auch noch was Gewaltiges. Diese NASA-Sonde DART ist bereits gestartet und die wird auf diesem Mond einschlagen und dabei kaputt gehen, aber ihren Impuls komplett übertragen. Und das wird die Umlaufzeit des Mondes um den Asteroiden verändern, ein paar Sekunden, messbar. Und Hera wird im Jahr 2026 dort ankommen und wird die Masse des Asteroiden vermessen. Denn wir verstehen nur, was da passiert ist, wenn wir die Masse kennen. Ja? Also wenn man eine Billardkugel anschiebt, dann hat man unterschiedliche Auswirkungen, wenn man eine tonnenschwere Billardkugel hat oder nur ein paar Kilogramm leichte. Und wir verstehen nur, was wir gemacht haben, wenn wir die Masse kennen. Wir müssen auch gucken, wie groß ist der Krater, wie viel Masse ist da ausgeworfen ist. Denn das, was wir da lernen mit dieser Mission, wollen wir übertragen auf andere Asteroiden, mit denen wir dann kurzzeitig reagieren müssen. Und das müssen wir uns ein vollständiges Bild verschaffen. Und das macht Hera. Okay, jetzt hast du gesagt, ich weiß, es ist eine schwierige Frage nach der Frequenz, nach der Häufigkeit. Kannst du trotzdem was sagen? Also du hast gerade relativ, das beruhigt mich sehr, du hast gerade ausgeschlossen, dass ein Dinosaurierkiller im Anmarsch ist. Die meisten dieser Objekte kennen wir, das können wir gut vermessen. Dann hast du 2 Klassen von Objekten quasi aufgemacht. Die kleineren, die so klein sind, wenn ich das richtig verstehe, dass wir das quasi hinnehmen müssen. Ne? Die sind klein, die zerbrechen möglicherweise in der oberen Atmosphäre. Da hat man dann möglicherweise Pech gehabt. Und dann gibt es die größeren Objekte, die schon regionale Verwüstungen verursachen können. Ich glaube, da ist das große Beispiel der Asteroid, der vor 120 Jahren in Russland runtergekommen ist, wo es diese beeindruckenden Fotos von gibt, wo irgendwie die ganze Wälder, Tunguska. Bäume der Wälder, Tunguska, genau, Tunguska. Die Wälder, die Bäume umgeknickt sind wie Streichhölzer. Dass man das verhindern möchte, verstehe ich. Jetzt sagst du, du musst da hinfliegen. Was sind denn die Kosten-Nutzen-Relation? Also das ist jetzt 120 Jahre her. Werden wir eine Häufung sehen von solchen möglichen Einschlägen? Hat jemand mal die Rechnung aufgemacht, was das kostet, sowas vorzubereiten, so eine Fähigkeit? Ich meine, das ist eine zynische Rechnung, ich weiß. Ja, genau. Ne? Weil wenn Menschenleben involviert sind, ich glaube, da lohnt sich jeder Aufwand. Das wird jeder nachvollziehen. Aber man muss sich auch Folgendes vor Augen halten. Wir sind die erste Generation in der Menschheit, die in der Lage ist, sich dagegen zu wehren.
Vor 100 Jahren musste das noch hingenommen werden und selbst eigentlich muss es heute noch hingenommen werden, denn wir können es ja noch nicht. Aber wir haben jetzt diese Chance, die Technologieschwelle zu überschreiten und wir können uns dagegen wehren, zum ersten Mal. Zum ersten Mal müssen wir uns nicht mehr schutzlos dieser Gefahr aussetzen. Und ich glaube, da wird jeder nachvollziehen, dass wir diesen Schritt gehen müssen. Es wäre nicht nachzuvollziehen, wenn die Technologie vor uns liegt, die nicht für diesen Zweck zu nutzen. Also ich glaube, da haben wir auch eine ganz gute Ausgangslage. Natürlich auch hier hast du recht, das ist auch ein Thema, wo man als ESA nicht alleine voranschreiten muss, denn das sind oft überregionale Ereignisse und es kann Europa genauso betroffen sein wie andere Kontinente und hier arbeitet man tatsächlich global zusammen. Mhm. Je mehr Messdaten wir zusammenfügen können, umso genauer ist das Bild. Je mehr Länder in solche Missionen investieren, umso sicherer können wir uns fühlen auf der Erde. Also das ist sehr beruhigend, was da passiert. Ich muss zwei Nachfragen habe ich. Du hast vorhin gesagt, den Himmel scannen. Asteroiden, NEOs scannen bedeutet, man hat einfach systematische optische Beobachtungen oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, wir werden, also man muss mit großwinkligen Optiken scannen wir den Himmel ab innerhalb von wenigen Stunden, im Prinzip den ganzen Nachthimmel. Und das auch von mehreren Standorten aus, denn es ist ja nicht überall gleichzeitig Nacht. Und diese Objekte, die werden von der Sonne beschienen und wir sehen dann die Reflexion des Sonnenlichts an den Objekten. Und damit können wir ihre Position ziemlich genau bestimmen. Und das ist schon heute Praxis. Es ist nur so, dass dieses Survey, also diese Überwachung noch nicht vollständig ausgebaut ist. Wir haben viele Lücken. Uns fehlen noch die Kapazitäten, um den Nachthimmel ständig vollständig abzudecken. Und da müssen wir ran. Wir überlegen auch hier in der Zukunft, um wirklich vollständige Sicherheit zu schaffen, müssen wir vielleicht ins All gehen mit einem Sensor. Hier bietet sich eben auch der L1-Punkt an, der also zwischen Sonne und Erde liegt. Denn viele der Objekte, die uns überraschen, die kommen aus Richtung der Sonne, wo man sie schlecht beobachten kann, weil man dann nämlich mit dem Teleskop in die Sonne schauen müsste. Hätte man also ein Teleskop, was sozusagen zurückgesetzt ist und sich das Ganze aus Richtung der Sonne anschauen kann und vielleicht sogar noch im Infrarotbereich, weil diese Asteroiden, man denkt, das sind irgendwelche so beige oder gelbe Objekte. Nein, die sind pechschwarz, die sind sehr dunkel, aber die heizen sich auf, die werden warm. Und im Infrarotbereich haben wir vielleicht sogar noch eine bessere Chance, sie zu sehen. Und da müssen wir ins All. Und das wäre längerfristig, wäre es natürlich gut, wenn man so einen Wachposten dafür hat, der das Ganze dann vom All aus erledigt. Und da könnte man im Prinzip so einen Ring um die Erde ständig beobachten vom All aus und ein Frühwarnsystem, also auch für Asteroiden haben. Und jetzt nochmal vielleicht zu der Technik der Asteroidenabwehr selbst. Natürlich fallen mir als erstes diese Filme ein. Ich glaube, es gibt diesen einen mit Bruce Willis, wo er hinfliegt mit dem Space Shuttle zu einem Asteroiden und den dann mit, glaube ich, Atomsprengköpfen oder so zerlegt. Was ich verstanden habe, ist keine gute Idee ist, weil du machst aus einem Problem 1000 kleine oder so. Was ist denn die sozusagen gängige Lösung, die jetzt die internationale Forschergemeinschaft anstrebt? Ist es wirklich, in Anführungszeichen, ich versuche es mal mit meinen Worten zu beschreiben, einfach nur der kinetische Impact, also du schickst eine Sonde, etwas möglichst Schweres, auf den Asteroiden und hoffst, dass du die Bahn so viel änderst, dass sie dann gefahrlos an der Erde vorbeifliegt. Ist das die beste Idee? Also wir müssen für jeden Fall einen anderen Ansatz haben. Dieser kinetische Impact, den wir da jetzt ausprobieren, ist erstmal so das technologisch Naheliegendste, was wir heute schon können. Es ist natürlich so, dass wenn so ein Objekt von einer Tonne, das ist nicht viel, auf einen Berg der Größe der Cheops-Pyramide einkracht, dann ist das minimale Wirkung. Und deswegen ist das Geheimnis, das möglichst früh zu machen. Das heißt, möglichst früh Bescheid zu wissen, welches Objekt wird gefährlich. Denn übertrage ich diesen Impuls, auch wenn er nur klein ist,
5, 6, 7, 8 oder vielleicht so am liebsten sogar 20 Jahre vorher, dann hat selbst diese kleine Auswirkung über die Zeit, wächst sozusagen die Auswirkung an. Und wir können uns sozusagen Abstand aufbauen, der sich aufakkumuliert mit jedem Jahr durch diese kleine Änderung. Wir lassen die Zeit quasi wirken und erzeugen dadurch einen sicheren Vorbeiflugabstand. Das Geheimnis da ist dann also gut beobachten vorher, damit wir frühzeitig Bescheid wissen. Deswegen gehört das zusammen. Gut beobachten auf der Erde und die Abwehrmaßnahmen gleichzeitig. Jetzt kann es passieren, dass ein Asteroid nicht aus Felsbrocken besteht, sondern eigentlich nur zusammen durch Gravitation zusammengehaltener Sand ist. Da wird es dann interessant. Da hilft dann auch ein Einschlag nicht mehr. Der würde dann ja einfach nur eine Staubwolke verursachen. Und deswegen muss man auch verstehen, wie diese Asteroiden aufgebaut sind. Das heißt, das Beobachten der Asteroiden kommt auch noch dazu als Thema, das Charakterisieren der Asteroiden. Wenn wir jetzt so einen Sandhaufen haben, nehmen wir mal das Extrembeispiel, da gibt es noch eine sehr interessante Methode, nämlich Gravity-Traktor, also Schwerkraft-Traktor. Man fliegt mit seinem Raumfahrzeug in die Nähe des Objektes und es gibt eine minimale Gravitationskraft zwischen diesen beiden Objekten und man zieht damit sozusagen den Asteroiden leicht aus seiner Bahn raus. Das ist natürlich noch eine viel kleinere Kraft als bei dem Einschlag. Das heißt, da muss man noch früher mit anfangen. Aber das wäre eine Möglichkeit. Und sollten wir nun tatsächlich mal ein Objekt decken, was so spät entdecken, dass wir nur noch ein Jahr Zeit haben, ja, dann müssen wir den richtigen Hammer rausholen und das wäre dann tatsächlich die Atombombe. Das heißt, da muss man dann in kurzer Zeit viel Impuls übertragen. Aber das trauen wir uns jetzt noch nicht auszuprobieren, aus verständlichen Gründen. Okay. So, Mission hast du erwähnt. Hera 26 kommt sie an. DART ist schon unterwegs, habe ich verstanden. Spannend. Dann lass uns mal die dritte Säule uns anschauen, das Thema Raumfahrtrückstände. Ich stolper immer noch über dieses Wort, weil das für mich sehr bürokratisch klingt. Kannst du auch Weltraumschrott sagen. Danke, das werde ich jetzt im weiteren Verlauf tun. Genau, wir wollten das Thema etwas näher beleuchten. Ich gucke gerade mal kurz auf meine Notizen. Genau, also vielleicht mal ganz kurz. Ich habe angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, als ich für euch gearbeitet habe. Das war vor Anfang 2009. Das ist jetzt echt schon einige Weile her. Da gab es, ich glaube, in dem Jahr selbst, 2009, gab es einen bemerkenswerten Zwischenfall, wo es eine Kollision von einem aktiven Satelliten und einem defekten Satelliten gab. Da wart ihr damals in großer Aufregung, weil es die Anteile des Weltraumschrotts, den man messen konnte, deutlich erhöht hat. Mein Eindruck damals war, oh mein Gott, das ist echt schlimm, weil ihr, die Wissenschaftler, immer gesagt habt schon, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir überhaupt die Raumfahrt, wie wir sie im Augenblick betreiben, überhaupt fortführen können, weil zu viel Weltraumschrott ist schlecht. Jetzt habe ich den Eindruck, dass in den letzten Jahren die Frequenz solcher Vorfälle sich erhöht hat. Ich habe, beziehungsweise es gab mindestens noch einen Vorfall, vielleicht jetzt nicht eine Satellitenkollision, aber woran ich denke ist, es gab die Explosion einer Oberstufe, einer Breeze-M-Oberstufe, glaube ich. Dann gab es, habe ich gelesen, von Anti-Satelliten-Waffentests, die durchgeführt wurden. Mit anderen Worten, ich habe den Eindruck, ihr als die zuständigen Forscher, Forschenden und Wissenschaftlerinnen, ihr warnt seit vielen Jahren, aber das Problem wird gerade echt nicht besser. Das ist völlig richtig. Es wird nicht besser. Dieses Ereignis 2009, das war Kollision zwischen Iridium und Kosmos, also einem aktiven und einem nicht aktiven Satelliten, die zum ersten Mal so extrem abgelaufen ist, wie wir das immer befürchtet haben. Und zwar mit 10 Kilometer pro Sekunde sind die beiden aufeinander gekracht, also 36.000 km/h. Da bleibt nicht viel von übrig. Und das, was übrig bleibt, sind Trümmer im All, die uns das Leben schwer machen. Übrigens heute noch. Einige unserer Missionen machen jetzt immer noch doppelt so viele Ausweichmanöver,
allein wegen dieser zusätzlichen Fragmente im All. Also es war ein einschneidendes Ereignis. Es gab vorher auch schon Antisatellitentests und Explosionen. Wir haben inzwischen einige hundert Explosionen durch Resttreibstoffe, die verbleiben nach Ende der Mission, schon erleben müssen. Aber was dieses Ereignis geändert hat, ist die Awareness, also die Sichtbarkeit, die Erkenntnis, der Bekanntheitsgrad des Problems. Der ist nun überall in den Köpfen drin. Inzwischen sind wir aber eigentlich so weit, dass wir sagen, wir müssen gar nicht mehr forschen. Wir verstehen, wo das Problem herkommt. Wir kennen die Quellen, wir kennen die Ursachen und wir wissen sogar, was man machen muss. Worauf wir uns jetzt konzentrieren, ist, dass wir das auch zuverlässig umsetzen. Denn die Gegenmaßnahmen sind wie bei allen Umweltproblemen natürlich als allererstes mal verhindern. Verhindern kommt vor dem Aufräumen. Und wir müssen unbedingt, wir erzeugen immer noch täglich neue Elemente durch leichtfertig im All hinterlassene Raketenstufen und Satelliten. Und an das Verhindern müssen wir ran. Das funktioniert nicht gut genug, weil es schwer ist, weil es technisch aufwendig ist, weil es komplex ist und weil es fehlschlagen kann. Und inzwischen ist das Thema für mich, obwohl es immer noch Forschungsbedarf gibt, jetzt hauptsächlich ein Anwendungsthema. Wir müssen es eben in der Raumfahrt implementieren. Es muss eben jeder auf Sauberkeit, auf Verhindern von Raumfahrtrückständen achten, schon bei der Planung von Missionen. Aber wir müssen auch die technischen Lösungen bereitstellen, die das Ganze einfacher machen. Es ist eben schwer, einen Satelliten nach 10 Jahren Betrieb, wo er immer nur kleine Manöver zur Bahnkorrektur immer nur so ein bisschen auf und ab gemacht hat, den auf einmal dazu zu bringen, ein Manöver zu machen, was einer Weltreise gleichkommt, wenn man das mit einer Autofahrt vergleicht, ne? Wenn man täglich nur sonst aus der Garage rein und raus fährt. Und da, dass gerade jetzt bei diesem Manöver was schiefläuft, ist eben sehr wahrscheinlich. Und warum nicht Techniken einsetzen? Wir nennen das die Orbiting Kits, die man vor dem Start schon anbaut, die funktionieren und einen Satelliten entsorgen können, wenn der Satellit schon selber gar nicht mehr funktionsfähig ist, ausgefallen ist, hat man eben so die zusätzliche Redundanz an Bord. Und natürlich, das ist jetzt unsere Mission, die wir hier vorhaben in dem Bereich, auch das nachträgliche Rückholen und Abschleppen von Raumfahrtschrott. Das wird sich in der Zukunft rentieren. Und das kann ich bestimmt auch gleich erklären, wie ich mir das vorstelle. Aber eins ist klar, wir brauchen jetzt Techniken und auch verschärfte Richtlinien, um dieses Problem zu bremsen. Alleine zu bremsen, noch nicht mal, um es zu invertieren, einfach um es zu bremsen. Lass uns mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Nur damit ich das verstehe, damit das vielleicht unsere Zuschauer, Zuhörerinnen verstehen. Mhm. Wir machen jetzt Raumfahrt seit, sagen wir mal, 60 Jahren. Ja, seit 60 Jahren wächst da der Berg an Dingen an. Und jetzt klopft da jemand an meine Tür. Das ist super. Ich muss da mal ganz kurz aufmachen. Und Thorsten, übernimm doch mal kurz. Oder Chiara vielleicht. Sorry, ich muss das wirklich machen, weil sonst dreht mein... Ich kann auch mal erklären, was in den letzten 60 Jahren passiert ist. Mach das gerne. Wir haben heute eine Situation, die letztendlich das Resultat der Raumfahrt aus den letzten 60 Jahren ist. Raketenstufen, die Satelliten ins All gebracht haben, schießen sich auch oft selber als Satelliten mit ein, ne? Und bleiben damit dann auch langfristig im All, teilweise mehrere hundert Jahre oder sogar für immer. Satelliten, die ihren Dienst eingestellt haben, werden auch zu Weltraumschrott, haben keinen Nutzen mehr für uns, bleiben aber oft auch sehr lange im All. Wenn die sich dann auch noch zusätzlich zerlegen, hat man anstatt einem Satelliten mit einer Raketenstufe eben Trümmer im All, die auch genauso sich weiter im All bewegen und dort verbleiben. Und das hat sich über die Zeit akkumuliert, sodass wir heute über rund 30.000 Objekte sprechen, die so eine Mindestgröße haben, so etwa hier von dem Bleistift. Das ist so das, was man vom Boden aus gerade noch sehen kann mit viel Aufwand. 30.000. Und davon sind nur 5.000 aktive Satelliten, also die Objekte, die wir wirklich haben wollen. Und der Rest ist Raumfahrtschrott. Und wenn man sich noch kleinere Objekte anschaut,
oberhalb von 1 Zentimeter, also Größe einer Murmel, da sprechen wir von 1 Million. Und all die mit Geschwindigkeiten von 25.000 km/h, kann sich jeder ausmalen, was das an Schaden bedeutet. Entschuldigung, ich musste mich gerade um meine Tochter kümmern, die gerade wie wild an der Tür gerüttelt hat. Jetzt habe ich sie vor dem Fernseher geparkt und ich hoffe, das reicht für den Rest der Zeit, die wir noch miteinander verbringen wollen. Du hast jetzt gerade wahrscheinlich über die Zahlen gesprochen, die sehr eindrucksvoll sind, wenn man sich vergegenwärtigt, von wie vielen Objekten wir eigentlich sprechen. Mir ging es jetzt darum, rauszuarbeiten, dass es doch eigentlich ein unglaublich drängendes Problem sein muss. Weil wir haben Schrott, also Objekte, vom Menschen in den Orbit verbrachte Objekte seit 60 Jahren. In der Vergangenheit hat man sich eben keine Gedanken gemacht. Wir haben bestimmt eine Menge Objekte, die nicht mehr manövrierfähig sind, die ne, oder vielleicht auch nicht manövrierfähig waren, weil es irgendwie passive Stücke sind. Das heißt, wir haben einen riesigen quasi Backlog an Objekten. Dann haben wir jetzt gerade, glaube ich, im Moment eine unglaubliche Steigerung an Objekten, die wir jetzt in den letzten wenigen Jahren ins All verbringen, Stichwort Megakonstellation. Da wäre, glaube ich, dann, genau. Und dann sagst du, in Zukunft müsste man zwei Dinge tun, die neuen Satelliten mit Mechanismen ausstatten, die eben ein De-Orbiting oder das Erreichen einer anderen Umlaufbahn erleichtern und Dinge zurückholen. Das heißt, ist das richtig? Wir sind im Augenblick in einer Situation, wo wir jetzt eigentlich sofort handeln müssen. Wir hätten schon vor 20 Jahren handeln müssen, denn vor 20 Jahren haben Experten, ESA war auch Teil davon, bereits den ersten Maßnahmenkatalog vorgelegt. Denn das, was man machen muss, ist eigentlich relativ einfach. Nummer eins ist Explosion verhindern durch Entlassen von Resttreibstoffen, durch Entladen von Batterien und auch sonstigen Energieträgern an Bord. Die müssen raus am Ende der Mission. Wenn ein Satellit vollgetankt, unkontrolliert durchs All fliegt, können alle möglichen Dinge passieren. Und oft erleben wir eben, dass sie nicht zerlegt. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, die Objekte selber müssen auch verschwinden, denn all das, was länger als nötig im All ist, also länger als die Betriebszeit, die nutzbare Zeit im All verbleibt, in der Zeit ist es ja nur eine Zielscheibe für mögliche Kollisionen. Und das sind diese berühmten Entsorgungsmanöver, die eine große Herausforderung sind, also den ganzen Satellitenorbit absenken so tief, dass die Erdatmosphäre sozusagen greifen kann und den Satelliten dann dazu bewegen kann, in der Erdatmosphäre zu verschwinden und zu verglühen. Diese beiden Maßnahmen, das ist alles. Wenn man das konsequent machen würde oder wenn man damit vor 20 Jahren schon angefangen hätte, wäre das wunderbar. Wenn man jetzt aber schaut, was wir heute machen, dann sieht man, dass nur rund die Hälfte der Satelliten es schaffen, ihren Orbit auch wirklich abzusenken am Ende der Mission und dass immer noch so in der Größenordnung 5 bis 10 Explosionen pro Jahr stattfinden. Das ist natürlich Gift. Und das ist jetzt noch die alte Raumfahrt. Das ist jetzt noch ein Blick in die Vergangenheit. Das ist der Status der alten Raumfahrt. Du hast es jetzt gesagt, die Raumfahrt wandelt sich gerade radikal. Die Verkehrsraten gehen hoch, und aber richtig hoch. Wir haben eine Erhöhung der Startrate von rund 100. Das war so der Average über 60 Jahre, hat sich jetzt verzehnfacht. Und das, was jetzt in den nächsten Jahren noch geplant ist, wenn man das alles zusammenzählt, das wird mehr Raumfahrt sein, als die gesamte Menschheit in der gesamten Geschichte der Raumfahrt zuvor gestartet hat. Das ist Wahnsinn. Aber zum Teil ist es ja auch gut. Wir wollen ja, dass die Raumfahrt passiert. Nur wenn sie passiert, sozusagen mit dem gleichen Umsetzungsstatus dieser Richtlinie wie die vergangene Raumfahrt, dann steuern wir natürlich auf ein Riesenproblem zu. Und deswegen sage ich, was müssen wir tun, um die Umsetzung dieser Maßnahmen wirklich fail-safe, also sicher, klar und eindeutig implementieren zu können. Und das, da sagen viele, da fehlt es an Gesetzen. Das stimmt vielleicht auch,
Aber wir wissen ja hier auch als Betreiber unserer eigenen Satelliten, es ist eben eine technische Herausforderung, wie gesagt, nach 5, 10 Jahren Betrieb das noch zuverlässig umzusetzen. Verliert man den Kontakt zu dem Satelliten aufgrund eines Fehlers, technischen Systemen immer passieren kann, dann kann man ihn auch nicht die Restreibstoffe entlassen, dann kann man auch nicht die Batterien entleeren, dann kann man ihn auch nicht absenken. Selbst wenn er dazu den Treibstoff hätte, denn wenn der Kontakt nicht mehr da ist, ist die Mission verloren. Und das ist das Problem. Wie kriegen wir es hin, dass unsere Satelliten so robust sind, dass wir sie auch nach 10 Jahren ordnungsgemäß entsorgen können? Dazu braucht es Technik und die treiben wir voran. Und das, was wir jetzt machen wollen, etwas Neues, und das kommt jetzt auch in aller Munde, das ist die sogenannte Null-Debris-Politik. Ich weiß nicht, wie man es auf, so kann man es vielleicht auf Deutsch sagen. Das heißt, eine Null-Toleranz-Approach für Space-Debris soll bedeuten, dass, wenn man eben versagt darin, das Objekt zu entsorgen, muss man es nachträglich abschleppen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein gewaltiger Einschnitt in die Raumfahrt. Das können wir auf keinen Fall sofort einführen. Das muss natürlich graduell kommen. Und natürlich muss die Technologie dafür vorher da sein. Dazu brauchen wir die Technologie fürs aktive Entfernen. Aktives Entfernen heißt, man baut ein Vehikel, was sozusagen dafür gemacht ist, aufzusteigen, sich eines dieser Objekte zu greifen und dann sicher nachträglich zu entsorgen. Also sozusagen so eine Müllabfuhr für Weltraumschrott. Das hat bisher noch keiner geschafft. Und in dem Space Safety Programm, Weltraumsicherheitsprogramm, wollen wir das zum ersten Mal durchführen. Wir machen das mit einem Startup. Wir machen das mit einer Schweizer Firma, die das berechtigterweise auch als Geschäftsfeld sieht. Also die fest davon ausgeht, dass es in der Zukunft dafür auch einen Markt geben wird. Und diesen Markt gibt es, wenn wir diese Null-Debris-Politik einführen. Das heißt, wenn wir fordern, dass ein Objekt rückzuholen ist, auf die eine oder andere Art, entweder mit eigenen Mitteln und wo die versagen, nachträglich durch den Abschleppwagen, das erzeugt den Markt für diese Art von Dienstleistung und das auf der anderen Seite erzeugt auch den Druck, von vornherein besser zu werden im Verhindern. Wenn wir es schaffen, und das möchte die ESA gerne voranschreiten als Vorbild, wenn wir das tun mit unserer eigenen Policy für unsere eigene Mission, dann hoffen wir, dass das abfärbt auch auf andere und von Europa ausgehend vielleicht sogar global Einfluss ausübt. Ich kann echt mit Zufriedenheit beobachten, dass auch außerhalb von der ESA viele Initiativen gibt, von der Industrie teilweise sogar selber, die genau das Gleiche fordern. Und daran wollen wir arbeiten und da wollen wir 2030 wollen wir soweit sein. Und das wäre noch ausreichend. Jetzt hast du eine Menge Aspekte angesprochen. Also zum einen gibt es den fehlenden internationalen Rechtsrahmen möglicherweise. Das andere ist die Technik. Wie ist die Technik denn tatsächlich so weit, dass, eine Sekunde, ich bin gleich bei dir, Entschuldigung, ist denn die Technik tatsächlich so weit, dass wir so eine Rückholmission durchführen können? Und wenn ja, was steht uns denn da zur Verfügung? Oder wie muss man sich das technisch denn vorstellen? Ich meine, so ein Satellit hat ja jetzt nicht unbedingt eine, weiß ich nicht, wie nennt man das beim Auto, so eine Öse, wo man jetzt irgendwie einen Haken dran machen könnte oder so. Schnittstelle, sagen wir schön, technisch. Ja, sehr schön. Ja, genau, also tatsächlich denken wir darüber nach, diese Schnittstellen in der Zukunft auch einzuführen. Das heißt, dass ein Satellit sozusagen von vornherein so eine Art Docking Port hat, an dem man andocken kann, das natürlich erheblich erleichtern würde. Vielleicht sogar Reflektoren und auch andere Equipment an Bord, wo man sich dann also diesen ganzen Rendezvous-Prozess erleichtern kann. Gibt es viele Ideen, aber die Mission, die wir jetzt planen, die braucht das nicht. Die ist sozusagen darauf ausgerichtet, auf ein nicht kooperatives Objekt einzugehen. In dem Fall haben wir uns im Prinzip einen simplen Adapter einer Raketenstufe ausgesucht. Das ist einfach nur so ein sieht aus wie so ein Konus, ist auch innen hohl und ist rotationssymmetrisch, um erstmal leicht anzufangen.
Und die Mission ist so gebaut, dass sie im Prinzip drei Greifarme hat, die von vier Seiten, vier Greifarme hat, die von vier Seiten aus das Objekt umschließen. Also auch sozusagen immer zwei Arme gegenüber, dass man auch das Rückstellmoment ausgleicht. Das macht es auch einfacher. Und man kann das Objekt erstmal umschließen, bevor man es an irgendeiner Stelle berührt, was auch diese ganze Kontaktdynamik vereinfacht. Das Objekt kann einmal nicht mehr entwischen irgendwohin. Und das funktioniert natürlich mit jedem Satelliten. Dazu muss keine Schnittstelle vorhanden sein. Wir glauben aber, dass es in der Zukunft diese Schnittstellen geben wird, dass es vielleicht sogar standardisiert wird, dass man, wenn man dann noch weiter denkt, den Satelliten nicht nur einfach wegschmeißt, sondern wenn solche Schnittstellen schon da sind, vielleicht auch einfach wieder betankt oder kleinere Reparaturen geführt oder auch andere Maßnahmen, die wir nennen das In-Orbit Servicing, also die das sozusagen das Leben des Satelliten verlängern, anstatt ihn einfach wegzuwerfen. Diese Orbit-Service-Mission, muss man sich so vorstellen. Gibt es da Dinge, die schon geflogen sind? Hat man da schon praktische Erfahrungen gemacht? Weil ich stelle mir das extrem kompliziert vor. Weil du musst ja quasi im schlimmsten Fall hast du ein Objekt, was nicht so richtig kooperiert. Dann musst du robotisch Dinge tun. Also ich meine, ich weiß, dass man in der Vergangenheit Service-Missionen mit Astronauten geflogen hat. Ich meine, die bekannteste Service-Mission ist wahrscheinlich die Reparatur des Hubble-Teleskops gewesen. Und sowas möchte man dann robotisch darstellen können. Ja, deswegen ist es eher was für die Generation deiner Tochter. Aber okay. Wir müssen jetzt anfangen. Und die Technologie dafür, die steht jetzt langsam bereit. Also wir haben viel getan. Wir haben ja das Space Café Deutschland. Gerade in Deutschland gibt es eine großartige Historie im Bereich Space Robotics. Also Roboterarme, die mit ausgefeilter Technik solche Operationen durchführen können. Wir wollen bereits 2027, 2028 aus Europa heraus so eine Servicing-Mission machen. Ob jetzt das Wiederbetanken, das ist vielleicht schon eine der schwereren Übungen, gleich das erste sein wird, oder ob man sozusagen einen Relocation-Service bietet. Damit meint man also das Umparken eines Satelliten von einem Orbit auf den anderen. Oder man hält ihn einfach fest und hält ihn in Position, obwohl er seine Lagekontrolle bereits verloren hat. Also man macht quasi von außen das, was er eigentlich selber leisten müsste. Das könnte auch eine Dienstleistung sein. Das ist so die Einstiegsstufe. Und das Wiederbetanken, wo man noch mehr Robotik braucht, wir müssen nicht alles auf einmal machen. Wir bauen das stufenweise auf. Das Komplexeste am Ende ist natürlich, das Ganze im All zu reparieren oder vielleicht sogar zu produzieren oder zu recyceln. Ja, also wichtige große Komponenten eines Satelliten wiederzuverwenden auf anderen. Das ist dann die höchste Kunst. Das werden wir dann hoffentlich auch noch erleben. Aber das kommt sehr spät. Wir fangen an mit dem Repositioning, Lifetime Extension nennen wir das dann auch, und auch dem Wiederbetanken. Ich möchte zum Abschluss noch ein Schlagwort einbringen, was ich gelegentlich mal gelesen habe, auch interessanterweise im Kontext durchaus mit von der privaten Industrie. New Space ist da unterwegs. Space Traffic Management. In meiner laienhaften Vorstellung umfasst Space Traffic Management das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Also man hat eine Idee davon, was da draußen los ist, ja, und baut ein System auf, das es Raumfahrttreibenden sozusagen ermöglicht, frühzeitig von Kollisionen und solchen Geschichten zu erfahren. Ist das der Begriff? Also ich meine, umfasst das der Begriff Space Traffic Management? Ja, kann man sagen. Man muss sich immer vorstellen, also jeder normale Mensch hat die Vorstellung, ich auch, dass das Ganze in irgendeiner Form international geregelt sein muss. Der Flugverkehr ist doch auch irgendwie organisiert. Man merkt, dass das perfekt abläuft. Die Leute sprechen miteinander. Startflughafen und Zielflughafen, die Bahn ist organisiert, bevor man überhaupt abfliegt, ist alles geklärt.
In der Raumfahrt ist das alles überhaupt nicht so. Es kann jeder ins All starten. Man muss sich mit niemandem absprechen. Man hat sich in den 60er Jahren, als das Weltraumrecht geschaffen worden ist, hat man sich bewusst ganz viel Freiheiten eingeräumt. Jeder darf den Weltall nutzen, solange, bis er den anderen nicht schadet. Jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo man den anderen schadet. Aber wenn man dann nach Regelung schaut, was macht man denn dann, wenn man anfängt, ob man jemand anders schadet oder schadet man wirklich jemand anders oder schadet der andere eher uns? Das sind alles Debatten, die führen ins Nichts. Und deswegen ist das Weltraumrecht an dieser Stelle stehen geblieben. Das letzte Mal, dass da was angefasst worden ist, ist im Jahr 1976. Da waren wir noch nicht geboren. Nein, also man merkt, das geht nicht voran. Es müsste aber im Grunde genommen eine Koordinierung geben. Wie viele Objekte können ins All, wohin, wo stören die sich nicht, wann verschwinden die wieder, was haben die für Auflagen? Und vielleicht sogar auch die sehr kurzfristigen Aspekte. Nicht nur das langfristige Verhalten im Orbit, wer geht wohin, sondern auch das kurzfristige, wer muss denn wem ausweichen, wenn jetzt zwei aufeinander zukommen. Diese Situation, die war noch bizarr vor 10 Jahren und heute erleben wir das fast jeden Tag, nämlich dass wir unser aktiver Satellit einem anderen aktiven Satellit begegnet. Früher war es immer so, da kommt uns ein Stück Schrott entgegen und wir müssen ausweichen. Jetzt kommen auf einmal zwei aktive Satelliten aufeinander zu. Es gibt noch nicht mal eine Verpflichtung, sich auszutauschen oder irgendwie zu reagieren. Einige antworten auch nicht auf E-Mails. Und selbst auch E-Mails, ist das wirklich das Mittel der Wahl für solche sehr kurzfristigen, hochheiklen Operationen? Und vor allen Dingen, wer muss dem wem ausweichen? Der Kleinere dem Größeren, der Teure dem Kleinen, dem Billigen oder der Bemannte dem Unbemannten oder der mehr Angst hat? Also das ist alles nicht geklärt und das ist auch ein Teil von Space Traffic Management. Also das koordinierte Nutzung des Weltalls und auch die Verkehrssituation im Einzelnen, beides ist für mich Space Traffic Management. Ja, danke für die Begriffsklärung. Jetzt verstehe ich mich ein bisschen geschockt, wenn du sagst, dass das international irgendwie überhaupt nicht abgestimmt funktioniert, denn das scheint mir doch auch ähnlich wie die anderen Themen, die wir hatten, Asteroiden, Weltraumwetter, macht ja wenig Sinn, das auch nur aus einer Perspektive zu betrachten. Ne? Das heißt, gibt es denn da Bestrebungen zwischen den Agenturen? Und das ist auch wieder eine interessante Frage, weil die Agenturen repräsentieren die Staaten, aber die Staaten werden ja immer kleinere Akteure in der Raumfahrt. Also es gibt ja ganz eindeutigen Bedarf offensichtlich, dieses Space Traffic Management Problem anzugehen. Welche Rolle spielt die ESA da jetzt konkret, meinetwegen auch im Vergleich der internationalen? Und vor allem, wie funktioniert das in der Kommunikation mit den New Space Akteuren? Weil es sind ja offenbar die dafür sorgen, dass die Zahl der Starts wirklich durch die Decke geht. Ja, das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Also erstmal die Rolle von der ESA. Wir als ESA, wir haben kein politisches Mandat. Wir sind eine technische Agentur und wir kümmern uns deswegen um die Lösungen, um die technischen Lösungen, die Active Removal Mission oder Technologien, die das Ausweichen, Kollisionsvermeidungsmanöver einfacher machen oder Technologien, die Objekte beobachten. Also das ist unsere Aufgabe. Die politischen Akteure, denn es sind die Länder, denen das Weltraumrecht sieht vor, sorry, dass ich jetzt ein bisschen rechtlich werde, das Weltraumrecht sieht vor, dass die Angelegenheit über die Raumfahrt den Ländern übertragen wird. Also eine deutsche Mission unterliegt dem deutschen Recht, eine amerikanische Mission SpaceX zum Beispiel unterliegt dem amerikanischen Recht und die Auflagen kommen dann von den einzelnen Ländern. Jetzt ist es aber so, dass wir inzwischen mehr kommerzielle Raumfahrt haben als staatliche Raumfahrt und da erleben wir, dass mehr oder weniger diese Akteure anfangen, sich selber untereinander abzusprechen sozusagen und koordinieren, wie sie sich sozusagen die Aufgaben teilen und vielleicht sogar Teile des Weltraums aufteilen. Und Staaten und der Gesetzgeber sehr langsam da hinterherzukommen. Aber darin liegt vielleicht auch eine Chance, denn wir haben auch schon sehr oft erlebt,
dass gute Lösungen aus der Praxis kommen. Ja? Also diese ganzen Weltraumschrottvermeidungsstrategien, die ich vorher genannt habe, die sind auch nicht von Staaten erfunden worden, sondern die sind auch ursprünglich von den Akteuren selber, den Technikern, den Ingenieuren, diejenigen, die Missionen gebaut haben. Die haben sich überlegt, was müssen wir denn am besten machen? Und dann hat man das aufgeschrieben. Das ist natürlich keine Politik, die Ingenieure machen, aber wenn Ingenieure einen guten Standard definieren, der angenommen wird, weil er praktikabel ist, dann setzt sich der durch und wird irgendwann Gesetz. Und so kann ich mir das bei dem Space Traffic Management auch vorstellen. Wenn wir es schaffen, als Akteure, die wirklich einen dringenden Handlungsbedarf haben, weil wir jeden Tag der Situation ausgesetzt sind, wenn wir uns absprechen, wenn wir sehen, welche Daten müssen wir tauschen, wer geht wohin, wie vermindern wir das Risiko, ist ja in unserem eigenen Interesse, dann und dabei möglichst viele mitnehmen und sich dann ein Standard entwickelt, der einfach praktiziert wird, dann rechnen wir damit, dass auch die Gesetzgeber das anerkennen und dann graduell ein Gesetz umwandeln. Ich sehe nicht, wie man durch einen politischen Ansatz alleine dem Herr wird. Das muss irgendwie aus der Praxis kommen. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich brauche mal einen Moment, bis ich den Schalter gefunden habe, um das Mikrofon wieder anzuschalten. Holger, wir sind jetzt bei 17.05 Uhr. Ich lese gerade, dass wir im Chat möglicherweise noch die eine oder andere gute Frage haben. Ich würde das Thema jetzt an dieser Stelle gerne abbinden. Ich glaube, wir haben in einer Stunde wirklich viele, viele, viele Aspekte des Themas beleuchtet. Ich habe neue Dinge gelernt. Ich danke dir sehr für deine Zeit, von meiner Seite schon mal. Möchte aber trotzdem vielleicht Chiara oder Thorsten bitten, die eine oder andere Frage aus dem Chat noch zu stellen, stellvertretend. Und in der Zwischenzeit mache ich noch mal die Tür zu, weil meine Tochter echt laut Fernseh guckt. Man hört aber nichts, keine Sorge. Nee, dann übernehme ich gleich mal und schmeiß dir einfach ein paar Fragen zu, wie sie so reingekommen sind. Übrigens sehr, sehr gute Fragen von allen. Inwieweit arbeitet die Zivilisation mit dem neuen das Gleiche ist. Das gehört mit dazu. Das TIRA-System, das nutzen wir ab und zu, denn das ist das einzige System, was in der Lage ist, wirklich ein Bild von den Objekten zu machen. Wir können die wirklich auflösen. Wenn wir zum Beispiel ein Problem mit einem unserer Satelliten haben, was wir nachvollziehen wollen und wir brauchen wirklich ein aufgelöstes Bild, wo man den Satelliten sieht, das ist das System, was uns das liefern kann und da mit denen arbeiten wir zusammen. Dann der Norbert Bangert fragt, wie genau kann man den möglichen Einschlagsort vorhersagen? Bezug nimmt auf den Asteroideneinschlag, auf wie viele Kilometer, Meter ist das möglich? Das funktioniert sehr gut, zum Glück. Wir können die Bahn relativ gut bestimmen und die sind auch gut vorhersagbar, weil wir keine Unsicherheiten haben, wie zum Beispiel Atmosphäre oder Ähnliches, weil die Objekte sich ja größtenteils der Teil außerhalb der Atmosphäre bewegen. Insofern kann man den Ort sehr, sehr gut eingrenzen. Also nicht so wie beim Himmelspalast, der irgendwo runterplumpsen konnte. Nicht wie beim Weltraumschrott. Beim Weltraumschrott haben wir große Schwierigkeiten damit. Dann die Olga, die mittlerweile allerdings raus ist, fragt noch, Asteroidenabwehr, ist denn möglich, das komplette Universum zu beachten, und du hattest das schon gesagt, und alle gefährlichen Asteroiden rechtzeitig zu identifizieren? Und wie viel Prozent des Himmels kann man denn beobachten? Ja, fangen wir mal mit dem letzten an. Also wir können natürlich nur den Teil beobachten, der auf der Nachtseite liegt. Wir fangen schon aber in der Dämmerung an, weil gerade die Objekte aus Richtung Sonne, die sieht man eher in der Dämmerung.
Und die Objekte auf der Tagseite ohne Infrarotsensoren aus dem All haben wir keine Chance. Das heißt, momentan sehen wir nicht den kompletten Nachthimmel und wir haben noch große Beobachtungslücken. Aber wir sind dran. Infrarotsensor aus dem All, nee, noch mehr Teleskope auf der Erde. Das ist das, was wir brauchen. Den ganzen Weltraum, ich habe es etwas verkürzt. Es gibt natürlich eine Gruppe von Objekten, gegen die wir keine Chance haben, die aber auch extrem unwahrscheinlich sind. Und das sind die Objekte, die aus dem interstellaren Raum kommen. Also die gar nicht um die Sonne umkreisen, sondern plötzlich in unserem Sonnensystem aus dem Nichts auftauchen. Ich glaube, das Risiko muss man akzeptieren, die kriegen wir so schnell nicht eingefangen. Jedenfalls ist unsere Generation. Aber wir haben ja noch Zeit. Oh, da hatten wir einen super Podcast mit dem Avi Löb gehabt zu diesem unaussprechlichen Ogonogu. Oumuamua. Ja, genau. Ja. Was es denn eigentlich ist? Ist es denn doch ein Raumschiff oder wie weit gehen wir? Letzte Frage. Und dann zurück zu dir zu Andreas. Marc fragt noch: Das Abbrennen im Orbit halte ich für Verschwendung und Umweltverschmutzung, also in der Atmosphäre offensichtlich. Also, wie können wir den Schrott wiederverwenden? Ich glaube, da gibt es ja auch einiges zu sagen dazu. Ja, ist richtig. Es ist eine Verschwendung, Treibstoff zu Ende zu brennen. Aber sagen wir mal, das Gegenstück dazu wäre, das Risiko einzugehen, dass die Objekte auseinanderplatzen. Und das ist die noch schlechtere Alternative. Aber Sie haben völlig recht. Wir müssen auch weggehen von den Wegwerfprodukten im All. Wir müssen zu einer zirkularen Nutzung der Raumfahrtobjekte kommen. Recycling. Wir müssen die Objekte wiederverwenden. Warum? Hardware, die teuer ins All gebracht worden ist, teure Komponenten, die noch funktionsfähig sind, nur weil der Tank leer ist, wegzuwerfen. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Deswegen In-Orbit Servicing, deswegen unser Fokus darauf, in der Zukunft die Objekte zu reparieren, zu erweitern oder wieder zu verwerten, ganz genau. Okay, naja, ich glaube, da gibt es ja im ganzen Thema Cislunar, Cisorbits einige Aktivitäten, nicht nur der Verlängerung, sondern auch wirklich das Zeug zusammenzusammeln, siehe die dicken Raketen-Oberstufen oder so und die dann halt zu schreddern und dann da einen Pfund Hack drauf zu machen noch, ja, und dann zu verwerten. Richtig. Aber ich glaube, da sind wir noch ein paar Tage von entfernt. Wir denken daran, es gibt Ansätze, zum Beispiel Raketenstufen, ja, mit 5-6 Tonnen Aluminium, auch wenn die leer sind. Das ist Hardware, die schon mal im All ist, wo viel Energie aufgewendet worden ist, die ins All zu bringen. Wenn man die wieder einfangen könnte, braucht man nur noch wenig Zusatzenergie, um die zum Beispiel auf den Mond zu befördern. Und das sind tatsächlich Gedanken, die man geht. Aber Thorsten, du hast völlig recht, das erfordert noch Technologie, die wir heranbringen müssen. Aber da sind wir dran. Deswegen begeistern wir natürlich den Nachwuchs mit den Ideen und geben denen schon mal die Hausaufgaben für später mit. Und damit zurück zu Andreas. Mikrofon einschalten hilft. So, wir sind jetzt wirklich am Ende unserer Zeit. Bevor ich mich nochmal bedanke, vielleicht nochmal der Hinweis auf einen ESA-Film, den ich bei der Recherche gefunden habe. Ich glaube, das ist ein Film, an dem deine Abteilung federführend beteiligt war. Der heißt Time to Act. Das liest sich, nee, der Film liest man nicht. Der Film wirkt wirklich wie ein Hilfeschrei. Also jetzt muss was getan werden, um das Thema Weltraumschrott in den Griff zu kriegen. Er ist hervorragend visualisiert, gibt wirklich eine beeindruckende Idee davon, was da draußen los ist an Teilen von Weltraumschrott. Vertieft auch nochmal oder illustriert nochmal ein paar Dinge, die wir heute angesprochen haben, kann ich sehr empfehlen. Gibt's auf YouTube und gibt's bei der ESA Time to Act, finde ich gut. Genau, Holger, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das war super interessant. Ja, ich hoffe, dass wir das in einiger Zeit, sagen wir mal, nochmal persönlich wiederholen können, vielleicht in Berlin, vielleicht vor Publikum und wenn ihr dann eine der drei genannten Missionen sozusagen auf den Weg gebracht habt oder vielleicht über erste Erfolge sprechen könnt.
Bis dahin, vielen, vielen Dank. Und das war's von meiner Seite. Ich gebe zurück zu Chiara. Vielen Dank, Holger und Andreas, für das tolle Gespräch. Bevor wir das Space Café heute beenden, will ich noch kurz unsere nächsten Events vorstellen. Das heißt, nächste Woche am 17. Mai haben wir unsere 33 Minuten mit Anna Alois zum Thema Courts of Space. Und dann am 19. Mai haben wir unser nächstes Space Law Breakfast mit Stephen Freeland. Dann am 24. Mai gibt es das nächste 33 Minuten mit Crystal Azelton von der Secure World Foundation. Und einen Tag später, am 25. Mai, unser nächstes Space Café Brazil von Ian Grosner. Alle Events sind demnächst, wie immer, auf Eventbrite zu finden. Und wir freuen uns wirklich sehr auf eure Anmerkungen, Anregungen und Meinungen. Also nehmt einfach auf Twitter, Facebook oder LinkedIn Kontakt mit uns auf. Besucht uns auf jeden Fall wieder auf Spacewatch Global. Abonniert unsere Newsletter, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Und nun zurück zu dir, Andreas, für some famous last words. Genau, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank, Holger, nochmal. Ihr alle, die uns jetzt zuschauen, zuhören oder vielleicht später das Ganze sich nochmal anschauen, bleibt gesund und uns gut gewogen. Und wie sagt Thorsten immer so schön, don't forget, become a Space Watcher. Yay! Vielen Dank. Tschüss.